Herzlich willkommen hier in Antholz. Freue mich natürlich wieder mal an alte Wirkungsstätte zu sein. Antholz ist ein super Stadion, meistens Sonnengarantie. Und jetzt schauen wir uns Antholz mal genauer an. Die Gemeinde Antholz in Südtirol gilt als Kleinod des Biathlonsports. Gerade einmal 10 Kilometer von Bruneck entfernt und eingerahmt von 3000 Meter hohen Bergen erstreckt sich das Antholzer Tal auf 18 Kilometern bis zum Stallersattel. Mit einer Höhe von 1600 Metern ist die Biathlonstrecke in Antholz die höchstgelegene im Biathlon-Weltcup und gilt als besonders anspruchsvoll. Platziert ist das Biathlonstadion in exponierter Lage direkt neben dem Antholzer See. So, man sieht hier, der Schnee in Antholz hier auf 600 Meter ist unheimlich pulverig, trocken, nicht ganz einfach für die Techniker. Und die Sportler haben natürlich auch bei etwas trockenen Verhältnissen ein bisschen mehr zum Arbeiten. Aber bei schönem Wetter, was normalerweise in Antholz der Fall ist, ist es alles nur halb so schwer. Perfekt. Dankeschön. Vielen Dank. Bleib drauf, genau. Sehr gut. Dankeschön. Ganz treue Fans haben wir. Genau. Ja. Uschi Diesel. Uschi drauf. Nach 15 Jahren Uschi Diesel kommt ja, Michi Greis. Ja, gut zusammen, oder? Danke. Alles klar, gar kein Thema. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich war von Fritz Fischer. Ja. Ich wusste gar nicht, dass so viel los ist hier schon. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie eigentlich das Maskottchen hier heißt. Der Bär. Bumsi. Ist schon ein Bumsi, gell? Ja, ja, ja. Ja, ja, man muss da Akzente setzen. Ja, cool. Vielen Dank, ja? Genau. Das ist er. Das ist unser Bumsi. Danke, viel Spaß. Aber normalerweise hat er den großen Hut, aber man kennt ihn trotzdem. Ja, natürlich, natürlich. Ganz treu, jawohl. Ja, unglaublich, was hier schon am Trainingstag vor den Wettkämpfen los ist in Antholz. Deswegen sind wir gar nicht richtig zukommen, die Strecke hier anzuschauen. Wichtig ist aber, dass die Fans gut drauf sind. Ich hoffe, das sind sie. Aber wir können es noch mal probieren. Jungs und Mädels, seid ihr alle gut drauf? Seid ihr motiviert? Ist das, ein bisschen wenig, oder? Ja, ja. Eins, zwei, drei. Yeah! Jawohl, das sind unsere Biathlon-Fans immer gut drauf. Und ja, hier sind noch kurz die Sendetermine.